So, da sind wir wieder bei GTA 5. Und ja, das ist der dritte Part jetzt. Und ja, natürlich hoffe ich natürlich euch, dass es euch gefällt und so. Ich muss mal ein bisschen mein Mikrofon leiser stellen, damit meine Stimme ein bisschen besser zur Geltung kommt. So, jetzt sollte sie eigentlich besser zur Geltung kommen. Und welches Radio? Wer nimmt das? Los Santos Rock Radio und fangen wir an. Hier haben wir letzten Part aufgehört und diesmal gehen wir jetzt mal zu Simiens. Bisschen. So, direkt und so. Versteht ihr, was ich meine? So. Wir wollten uns ja Waffen kaufen haben, da haben wir aber nicht genug Geld. Leider. Arme kleine Schlucker. Obwohl, irgendwie, es sieht irgendwie gut aus. Irgendwie, ich mag die Grafik von GTA 5. Okay. Gut, dann müssen wir gucken, damit wir einen Wegpunkt zu ihm setzen. Da ein Wegpunkt. Nein, ja, da. Ah, okay. Hupe. Ja. Nicht so schlimm. Ja, ich fahre gegen den. Gibt es nicht. Lol, da unten gibt es sogar noch eine Kilometeranzeige. Wie geil. Boah, nein, ne. Ja, genau. Nur weil der LKW-Fahrer nicht fahren kann, das gibt es nicht. Zack, 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 zack. Oh. Alter, ihr könnt alle nicht fahren, ey. Was ist denn mit euch? Oh, der Wagen ist ein bisschen kaputt. Meter. So, jetzt bin ich da. Na, jetzt bin ich aber vorbeigefahren, das ist doof. So. So, dann gehen wir da jetzt mal rein. Gucken, was uns da erwartet bei Sim jetzt. Hey, what's up, Simeon? So good to see you. So good. Hold me. Yeah, look, we've been working together for about a few months now, right? Which is why I am very honored to announce to you that you are employee of the month. Huh? Anyway, congratulations. Wasn't easy picking a winner. Yeah, me, Lamar, your nephew Sacha with the Twitch. Look, man, it's been a real honor, homie. But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do and I do it and nothing changes. Tell you what, my tell me exactly what I will very carefully explain to you why it cannot be. What? Ja, das war mein Vater. The tools have purchased at exorbitant interest rates. But tomorrow, together, I never had a black son. But if I did, I want him to be just like you. Hello, Lamar. What's up, you know? Franklin here has been awarded Employee of the Month. You fucking with me, right? Man, we both being fucked with, dog. Man, knock it off, man. For real, after all the motherfucking work I put in, man. Man, fuck this Employee of the Month shit, homie. I'm sitting up here trying what to get you mean, fuck this Employee of the Month shit, man? When it's some shit to be won, goddammit, I want it. I don't give a fuck what it is. You know what I'm talking about? I take no prisoners. I go hard doing this shit. Big dog, big nuts. When names is on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucking board. Großer Hund, große Klöten. Hey, maybe next month. Man, fuck next month, Simeon. What about today? I demand a retrial. Today is nothing. Just a bike. Hasn't made the payment at all. Some kid that Vespucci gave. His name is Esteban Jimenez. Is he in a gang? Curiously enough, I did not inquire when he bought the bike. We got work to do, Employee of the Month. Fuck you, come on. He's about a guest mouse ass, nigga.
Nigga. Ja, bei Grand Theft Auto 5. Oh, geil, sie dürfen mit. Nee, wir nehmen jetzt. Alter, was? Wir nehmen jetzt ja den Audi. Wir nehmen jetzt ja den Audi GT, Alter, was ist mit dir? Alter, oh Junge. Oh, wie geil der sich auch anhört, der Audi GT. Ford GT ist das, tut mir leid. With a 3G note? Damn, that motherfucker must be tricked out, dog. Man, this whole setup designed to take drug money. All right, man, look, you go in quiet. Ja, ja. Hup der Bus jetzt. Das gibt's ja nicht. Ja, ja. Ready to shoot a motherfucker in the back type motherfucker. And you love me for it, nigga. That's right. Oh, shit. Naja, egal. Nothing but love, nigga. Pure Liebe, nigga. Oh Junge, den wollte ich gar nicht opfern, naja. Alter! Ich soll also Lamar folgen? Ich habe aber keine Lust, ihm zu folgen. Ey Junge, hör auf, darüber zu klären, soll er? Naja, egal, mach ich's auch mal. Ihm gefällt die Scheiße überhaupt nicht. Oh Junge, was ist das für ein Auto? Kenne ich nicht. Sie sieht aber aus wie ein Honda. Alter, er hat ihn abgeknallt. Boah, Junge, Kopfschuss, Digga. Nein! Ah, oh, gar nicht mehr. Ah, oh, fuck, voll vergessen, dass ich auch noch schießen muss. Naja, passiert. Passiert, ist ja nicht so schlimm. Erneut versuchen. Will, dass die Karre hochgeht. Nee, funktioniert wohl nicht. Boah, Junge. Voll in den Kopf, Alter. Okay, nicht in den Kopf, aber ich habe ihn trotzdem erschossen. Warum liegst du denn da noch auf Boden? Ey? Komm, wir müssen hier weg. Ach so. Boah, Junge, das Ding geht direkt hoch. Ey. Oh, wie geil das aussah, Alter. Boah, Junge, wie geil. Ey. Nein! Hä? Von wo wurde ich jetzt abgeknallt? Voll gemein, ey.
Alter. Muss doch zu schaffen sein. Schieß die Put aus. Zieh vielleicht noch die... Ja, vielleicht soll ich mal ein bisschen Deckung nehmen. Ah, gut. Oh, jetzt ist er tot. Na was, er lebt immer noch. Boah, Junge. Die Explosion sieht immer noch geil aus, ey. Boah, voll im Kopf, ne? Alter! Light them niggas up. Oh Junge, wie geil, ey. Wir sollten hier weg. Komm hier rüber. Was ist jetzt an dem Motorrad so wichtig? Würde ich echt gerne mal wissen. Komm, steig ein. Alter. Okay, ich weiß das jetzt, wo er lang fährt. Man, you lost him already. That's a LOL. Fucking bike you riding, stupid. Motherfuckers getting away from him. That's because he's sitting on 140. Na, der haut uns nicht ab, niemals. Alter. Der ist er, ja. Oh Junge, jetzt hab ich ihn getroffen. Steig auf das Motorrad. Achso, jetzt darf ich das Motorrad fahren, okay. Soll ich glaube, da sind irgendwelche Drogen drin im Motorrad oder so. Also sonst würden die ja nicht irgendwie so eine Scheiße machen. Ist jetzt down, ist jetzt tot, weil ich nein, ich. Junge, ich schieß ihm lieber nochmal in den Kopf, ist besser. Ja, wie ich es vermutet habe, dass es sehen, diesen Drogenmotorrad. Ich habe keine Ahnung. Kann sein, muss aber nicht. Damit noch nie gefahren. Ist jetzt auch zuerst mal, dass ich die Mission mache. Ich meine, ist ja auch klar, ist ja auch ein neues Spiel. Ist ja auch erst ab heute raus. Alter, ich habe ja Einschusslöcher, mein irgendwie ein ganzer. Ich müsste eigentlich schon fast verbluten, aber nein, er packt das einfach. Er ist einfach ein Mann. Liberty City war eigentlich auch voll geil. Oder wie? Ja doch, die hieß doch Liberty City in GTA 4, oder? Ich habe GTA 4 gar nicht mal so durchgespielt eigentlich. Also nicht so stark eigentlich. Also ich habe schon einmal durchgespielt, aber halt auf X der Puzzle noch nicht. Und deswegen, vielleicht mache ich das irgendwann nochmal durch. Jo, da rein. Zack. Man, I can't hang with your ass for a while, bro. You're a psychopath. You done finally fucking lost. Nigga, that's that Apache blood in me, homie. You're lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass. You can't repo the assets of a dead man, big sitting cheap asshole. Nigga, but we ain't going to neither, nigga. I'm gonna keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. You
fucking tell him, you fucking moron. Achtung, auf diesem Speicherplatz wäre es automatisch, ja. Bestanden, Rückführung, Kontrollpunkt. Kopfschüsse 6 von 6, Treffergenauigkeit, oh, wieder nur Silber. Ja, ja. Ja, wir nehmen ja schon ein und nehmen ja schon 15 Minuten auf. Warum? Warte, jetzt will ich noch. Alter, da wollte ich nicht reinfahren. Jetzt wollte ich eigentlich. Eigentlich ja nicht sehr viel passiert in der Folge. Also ich fand das eigentlich ziemlich. Fand es aber auch nicht schlecht, was hier passiert ist. Alter. Irgendwie sind die Karten. Meine Garage ist bald mehr wert als mein Haus selber, ne? Naja. Jetzt hab ich ja die erste Waffe. Jetzt hab ich ja hier die erste Pistole. Und ja, geh jetzt mal ins Haus rein. Was ist denn hier drin? Beckenboden ist so stark wie ein Sumo-Wrestler. Wie ein Sumo-Ring. Also. Alter, was macht die denn da? Alter, was ist mit dir? Kann man die auch abknallen? Oh. Ich wollte gerade ausprobieren, ob man sie abknallen kann, geht aber nicht. Das ist jetzt doof gelaufen. Alter, steh mal nicht so rum hier, das gibt's ja nicht. Was ist mit dir? Komm hier. Ja, komm, ein bisschen höher noch, ein bisschen tiefer rein. Ja, jetzt stecke deinen Schwanz in den Mund. Nee, geht nicht. Alter, oder hau sie wenigstens mal. Mach irgendwas mit der, vergewaltige sie oder so. Keine Ahnung. Ja, egal, dann geh halt in dein Zimmer rein, du Pussy. Ja, da ist nicht dein Zimmer. Aber jetzt können wir uns das Spiegel angucken. Oh, guck mal. So sieht sie also im Spiegel aus. Sie sieht ja immer schlecht aus. So. Jetzt gehen wir erstmal pennen. Und beenden damit den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Der Part ist ein bisschen kurz gewesen. Ist halt nur eine Mission gewesen und so. Ist halt nur eine einzige Mission gewesen. Und ja, ich hoffe natürlich, euch hat das gefallen. Und würde mich über eine...